Liebe Gäste, herzlich willkommen zum MVC-Webinar Zurück ins Büro mit Zoom und Dieten. Mein Name ist Oliver Gut und ich bin Produktmanager bei MVC. Durch die Corona-Pandemie haben Plattformen wie Zoom einen enormen Boom erlebt, aber erfreulicherweise kommen die Mitarbeiter langsam wieder in ihre Büros zurück. Und sie möchten dort die sehr guten Erfahrungen, die sie mit Zoom gemacht haben, auch in ihren Konferenzräumen des Arbeitgebers nutzen. Ich freue mich somit, dass Paulina Nowak und Axel Albrecht von Zoom uns heute erklären, wie Zoom nachhaltig die neue Arbeitsweise unterstützt. Und im zweiten Slot wird uns Martin Bauer von Dieten native Zoom-Produkte für Konferenzräume in der Praxis vorstellen. Zu Beginn möchte ich ein paar Worte zu MVC verlieren. Wir verstehen uns als führender UCC Video- und Voice-Service-Provider in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und unsere Gesprächspartner in den Unternehmen sind vor allem IT-Leiter, CIOs, Planer und UCC-Architekten. Dabei verfolgen wir das gemeinsame Ziel, hochverfügbare und sichere Kommunikationslösungen bei unseren Kunden zu etablieren. So arbeiten wir mit unseren Kunden vor allem an der Digitalisierung von Kommunikationsprozessen, an der Planung einer integrierten und prozessorientierten UCC- und Videolösung. Wir evaluieren mit unseren Kunden eine passende Video- bzw. UCC-Lösung, die entweder beim Kunden im Rechenzentrum oder als MVC-Service aus deutschen und Schweizer Rechenzentren oder hybrid konsumiert werden kann. Darüber hinaus bieten wir selbstverständlich auch die UCC-Lösungen der Marktführer Zoom, Cisco, Microsoft und auch Pexip an. Einheitliche Standards für Konferenzräume auf Basis der jeweiligen UCC-Plattform sowie Betriebsunterstützung, also Managed Service, bieten wir unseren Kunden ebenso an wie ein Concierge-Service für genau die Kunden, denen Vorstandskonferenzen ohne Stress extrem wichtig sind. Neben den Lösungen aus unseren eigenen Rechenzentren realisieren wir die Kundenlösungen unter anderem mit den marktführenden Herstellern, die Sie hier auf diesem Slide sehen können. Ja, das soll es gewesen sein, der kurze Überblick zu MVC. Mit diesem Überblick möchte ich jetzt gerne überleiten zu Paulina Nowak und Axel Albrecht zum Thema Zoom im Wandel vom Business-Tool zum Allrounder. Vom Business-Tool zum Allrounder. Wir haben in den letzten 4 Monaten eine spannende Zeit erlebt als Unternehmen, eine herausfordernde Zeit erlebt als Weltbürger. Das, was vor einigen Wochen auf uns zugekommen ist, war tatsächlich eine herausragende Situation und herausfordernde für jeden Einzelnen von uns, aber auch für viele Unternehmen. Und wir als Unternehmen haben einen Zuwachs erlebt, gerade im Videokonferenzbereich, wie alle anderen Videokonferenzhersteller. Und das war schon wahnsinnig. Ja? Also wir sind von täglich 10 Millionen Teilnehmern auf über 300 gestiegen. Unsere App bei den Downloads, da muss man fairerweise zu sagen, wir führten da auch schon im letzten Jahr die Downloads-Charts an, aber das ist dementsprechend nochmal in die Höhe geschnellt. Wir haben dazu beigetragen, und da sind wir wirklich sehr stolz drauf, dass die Kommunikation in der Welt erhalten bleiben konnte. Das waren wir natürlich nicht allein, ja, da zählt noch viele andere mit dazu, aber Zoom als Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, die Kommunikation so gut wie möglich auch bereitzustellen. Wir haben an vielen Schulen und also gerade in dem Bereich K12 die Schulen ausgestattet mit freien Lizenzen, damit wir bei dem Lockdown dementsprechend auch die Basis unterstützen konnten und die Schüler, Schülerinnen mit dem Angebot der Kommunikationslösung, die bereitgestellt haben.
Ebenfalls ist es im Gesundheitssystem, aber auch im privaten Bereich zu vielen Einsatzfällen gekommen, von denen wir vorher gar nicht gewusst haben, dass wir als Unternehmen diese Plattform für bieten. Es ist tatsächlich, wir sind eine Vokabel geworden, ja. Also von Autokino bis Zoom, soweit haben wir es geschafft. Und das war auch mit ein Grund dafür, dass diese vielen Einsatzfälle entstanden sind. Von Yogastunden über Zoom bis, ich glaubte es kaum, Gottes-Zoom. Ja? Und das wurde von evangelischen Kirchen vor Karfreitag, wurde Zoom als Plattform genutzt. Wir haben, und da möchte ich, ich habe jetzt hier einfach mal zwei ausgewählt, aber es gibt auch weitere Fußballclubs, die mit Zoom auch die Trainings und auch weitere auch Webinare und die Plattform genutzt haben, um auch an dem Fan zu bleiben. Ja, das war auch eine wichtige Plattform dafür. Aber auch die Queen, ja, die hat sogar auf Zoom ihren Geburtstag gefeiert. Das hatten wir auch nicht nur in UK, das war auch in Amsterdam auch so. Ganz viele vielfältige Einsatzzwecke, zu denen wir beigetragen haben. Und auch auf Unternehmensebene konnten wir unterstützen. Ja, also all diese Kongresse, die ausgefallen sind, konnten wir in Form eines Webinars zum Beispiel, so wie wir das jetzt hier gerade durchführen, von einem Tag auf den anderen bereitstellen und Kunden dabei unterstützen, dass auch ihre geplanten Kongresse stattfinden konnten. Und bei diesem Zitat, also da kriege ich tatsächlich Gänsehaut, weil der Kunde sagte auch tatsächlich, wir retten ihm gerade auch das Business. Und das hat auch nicht nur ein Kunde gesagt, das haben ganz, ganz viele gesagt. Und da können wir wirklich im Videokonferenzbereich ganz, ganz stolz darauf sein, dass wir da waren. Das ist natürlich nicht über Nacht entstanden. Das ist jahrelange Arbeit mit Aufbau der Kommunikationsstrukturen, auch der Server und so weiter. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt da, als die Welt uns gebraucht hat. Und darauf sind wir auch tatsächlich stolz. Vielfältige Einsatzbereiche, ja, von Weiterbildungsangeboten, auch normale Meetings im Unternehmen. Was wir jetzt gemerkt haben, ist, also die Arbeitsweise, die ändert sich. Ja. Viele sind ins Homeoffice zwangsweise gegangen. Und einige wünschen sich auch mittlerweile die Rückkehr. Ja, also wir haben auch in der Welt jetzt die Möglichkeit, auch an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Gott sei Dank, ja, die Situation bessert sich. Allerdings ist es auch so zu werten, wenn 47% sich das wünschen, was macht der Rest? Der wünscht sich das scheinbar nicht ganz so, ja. Viele vermissen den Smalltalk mit Kollegen. Tatsächlich im Büro dieser Kaffeeaustausch, den man an der Kaffeemaschine hatte oder Mittagessen. Für einige war das auch eine herausfordernde Zeit im Homeoffice, um Beruf und Privatleben voneinander trennen zu können. Das ist auch ein Weg des Lernens, wie man das umsetzen kann. Und was wir daraus lernen als Unternehmen auch, ist, teilweise haben sich... ist es natürlich, wenn man jetzt an den Arbeitsplatz zurückkehrt, herausfordernd für die Unternehmen, denn viele Leute haben sich daran gewöhnt, jetzt vom Homeoffice zu arbeiten, wissen es zu schätzen, einige wiederum nicht. Ja, die wollen wiederum zurück an den Arbeitsplatz. Das heißt, es gibt kein Schwarz und kein Weiß, es gibt irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und da ist es insbesondere jetzt gerade auch wichtig für die Unternehmen, in die Diskussion auch mit den Mitarbeitern zu gehen und zu schauen, damit sich keiner vernachlässigt fühlt und auch damit jemand nicht etwas weggenommen wird, gerade womit man vielleicht sehr gut zurechtkommt, vielleicht sogar noch produktiver arbeiten kann. Wie gesagt, meine Meinung ist, dass meine persönliche Meinung, es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur das Homeoffice-basierte Arbeiten. In vielen Bereichen ist es auch nicht möglich, nur Homeoffice-Arbeit anzubieten.
in der Mitte liegt tatsächlich die Wahrheit. Und ich mochte einen Satz, den der Telekom-Chef aussprach, hybride Strukturen. Ich glaube, das ist es tatsächlich, wo der Weg hinführt. Nicht schwarz, nicht weiß, in der Mitte durch. Und das heißt, wenn wir an den Arbeitsplatz zurückkehren, soll die Videokonferenz, die genutzt wurde, so stark auch nicht plötzlich verschwinden. Ja, und mit Unternehmen und Technologiepartnern, die wir an der Seite haben, wie DITEN, stellen wir hervorragende Systeme bereit, die sowohl für den Homeoffice, aber auch für den Meetingraum geeignet sind. Und interessant fand ich auch, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, es ist eine psychologische Anpassung, die wir da gerade auch mitmachen. Alle, jeder von uns ist nicht nur Mitarbeiter, jeder von uns ist ein Mensch, ja, der seine Bedürfnisse hat. Und der Austausch mit Mitarbeitern und die Anpassung, die langsam voranschreitet, ist ganz, ganz wichtig. Nicht mit der Brechstange irgendwo durch, jetzt können wir alle wieder zurück in die Offices. Ich glaube, das können wir auch tatsächlich auch nicht. Und selbst wenn wir es könnten, ist die Frage, inwiefern sollen wir es? Und wir unterstützen dabei als Unternehmen. Also unsere Plattform bietet die Lösung für diese hybride Möglichkeit, ja, sowohl im Office das Ganze stattfinden zu lassen, aber auch von zu Hause, von überall in der Welt tatsächlich. Und da ist jeder Unternehmensfall einzeln zu betrachten, inwiefern passt es und wie können wir als Videokonferenzhersteller hier unterstützen. Und was wir sagen, warum ist Zoom eigentlich der passende Anbieter? Ja, und was auch Kunden sagen. Es fängt tatsächlich mit unserem Unternehmen, unserer Mission und Vision an. Wir wollen es so einfach wie möglich für die Kommunikation für den Teilnehmer machen. Das hat uns dazu verholfen, dass wir in den Charts irgendwo ganz oben waren. Wenn ich daran denke, dass es auch sogar meine Mama geschafft hat, die Videokonferenz von zu Hause aus stattfinden zu lassen und ihre Enkel per Fernkommunikation zu betreuen, ja, als ich hier so fleißig mit Zoom zugange war, ist das halt auch etwas, das ist in unserer Basis so verankert. Wir wollen die Möglichkeiten schaffen, dass das für jeden möglich ist, an so einer Videokonferenz teilzunehmen. Unsere Architektur ist dabei ein wesentlicher Bestandteil, weltweite Architektur. Axel wird hierzu auch noch ein Wort verlieren. Und dass wir die Produktfamilie von Webinar, Meeting, über Chat, auch Phone mit unseren Technologiepartnern als eine Produktfamilie gestalten. Dazu ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich unser Partner-Ökosystem, die das Ganze zusammenbringen. Ja, sowohl unsere Technologiepartner als auch uns als Videokonferenzhersteller und beraten da auch einheitlich und herausragend. Es funktioniert einfach, das ist das Geheimrezept. Das heißt, wir sind als Videohersteller, fokussieren wir uns darauf, dass Video tatsächlich zu jeder Zeit, zu jeder Bandbreite, die verfügbar ist, funktioniert. Das ist das Geheimnis von Zoom. Nichtsdestotrotz wird die Welt anders sein, die ist jeden Tag anders. Das war vor der Zeit, in der wir sind, nicht anders. Und Zoom als Hersteller hat natürlich auch da sich nicht von einem Tag auf den anderen wiedergefunden. Ja, es war auch ein Lernweg. Und das hatte natürlich auch ein Aufsehen erregt, weltweit. Und zu diesem Teil möchte ich bitten, dass Axel im Hinblick auf Sicherheit bei Zoom etwas erklärt. Vielen Dank. Ja, zur Sicherheit. Ich denke mal, wir haben alle mitbekommen, wie Pauline das vorhin auch erwähnt hat, dass wir halt von 10 Millionen Teilnehmern auf 300 Millionen Teilnehmer täglich gegangen sind im April. Uns hat sich dieser Wachstum noch weiterhin fortgesetzt, auch im Mai und Juni.
Und viele von den Benutzern haben wirklich tatsächlich Zoom als Core-Plattform eingesetzt. Aber es waren halt auch Benutzer mit dabei, die nicht unbedingt professionell in diese Plattform eingestiegen sind und ganz bewusst Sachen gesucht haben, wo sie Zoom oder auch ihre anderen Kunden mit schädigen konnten. Nun, am 1. April haben wir uns entschieden, so schnellstmöglich zu reagieren, nachdem wir bereits ein paar Anpassungen ad hoc vorgenommen haben. Haben wir einen 90-Tage-Plan angekündigt, der sich jetzt in den letzten Zügen, letzten 20, 30 Tagen jetzt befindet und haben in der Hinsicht angekündigt, damals im April Sicherung im Datenschutz und bei der Sicherheit auszuführen. Es gibt ein wöchentliches Webinar mit dem Erik Joan, unserem Präsidenten und Aufrichter. Und es hat sich ein CISO-Beirat dazu entwickelt, der sich auch zweimal in den Monat trifft, wo Kunden mit ihren CIOs und CTOs daran teilnehmen können und ihre Wünsche und Anmerkungen dort loswerden können. Und wir haben viel gerade für Universitäten und Schulen angepasst. Schritte einfach jetzt ohne durch alle Punkte speziell hindurchzulaufen. Ganz wichtig ist, dass wir immer schon verschlüsselt unsere Daten im Datenzentrum haben. Das heißt, unentschlüsselt gibt es bei uns nicht. Wir haben diesen Verschlüsselungsalgorithmus nochmal verschärft von ECM auf GCM. Das ist so ein bisschen der Industrie-Top-Standard, den es zurzeit gibt. Wir haben sehr viel komplexere Passwörter hinzugefügt. Wir haben verpflichtende Passwörter für Schulklassen und Universitäten eingeführt. Wir haben wirklich Spezialisten der Top-Klasse zu Zoom hinzugezogen. Alex Stamos, der Berater bei der NATO war. Lea Kissner, die Beraterin ist im Fokus auf Datenschutz und Verschlüsselung und haben auch eine Zusammenarbeit auch im deutschen Bereich mit Lothar Determann, der eigentlich das Standardwerk zur GDPR geschrieben hat und bei uns jetzt auch als Sparringspartner für Zoom GDPR-Fragen oder Data Privacy zur Verfügung steht. Nun, im Mai haben wir angekündigt, dass wir eine End-to-End-Verschlüsselung einführen werden für Zoom. Diese wird im Juli live geschaltet werden. Wir haben im Mai dann auch diese GCM-Verschlüsselung verpflichtend gemacht. Das heißt also unverschlüsselte Meetings, ältere Clients oder mit einer geringen Verschlüsselung sind absolut ausgeschlossen von den Zoom-Meetings. Wir haben in der Benutzeroberfläche einen Security-Button hinzugefügt, den wir gleich nochmal näher anschauen. Aber dabei bleibt es nicht. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die wir weiterhin mit vielen Feedbacks von den Kunden weiterhin betreuen. So haben wir vorhin, als wir alle in dieses Meeting kamen, gesagt, hey, wir würden ganz gerne unser Video anschalten, aber da musste der Gastgeber erstmal sagen, okay, ich frage euch, ob ihr das Video freischalten dürft. So haben wir bestimmte Sachen angepasst, das haben Sie vielleicht auch gemerkt, wenn Sie mit Zoom beschäftigt sind, mit der Mikrofonfreigabe, da können Sie als Gastgeber sagen, nein, nur auf Anforderung des Gastgebers darf jemand sein Mikrofon aktivieren, sodass also dann nicht jemand unfällig etwas rufen kann in der Session. Wir haben die Passwörter und Warteräume festgesetzt. Und da gibt es natürlich jetzt tolle Kombinationen. Wenn Sie sagen, wir sind im Universitäts- oder Schulungsbereich zum Beispiel auf dem Weg, dann könnte man sagen, dass alle, die von der TU Berlin Domäne aus in ein Meeting kommen, automatisch in das Meeting kommen dürfen. Aber alle anderen werden im Warteraum erst einmal pausiert. Und dort kann der Gastgeber dann sagen, ja, den erwarte ich, den kenne ich nicht. Den frage ich mal, wer er ist. Nein, der war nicht eingeladen, der kommt nicht mit rein. Das heißt also Sachen so wie dieses Meeting-Bombing, sodass Leute reinkommen können, ohne dass sie wirklich zu dem Meeting gehören, sind jetzt ausgeschlossen. Es war nett, dass der Jürgen Schmidt von der Heise Security einen Artikel im Ende Mai, Anfang Juni publiziert hat, in dem er auch gesagt hat, Jungs, ihr könnt jetzt eigentlich mal aufhören, auf Zoom einzuschlagen. Ja, am Anfang, da waren Punkte, wo man sagte, okay, Mensch, das hätten Sie besser machen können, haben Sie sehr schnell angepasst. Das ist jetzt mal in einer Kurzzusammenfassung. Und er sagt, diese Plattform ist safe to use. Und das ergänzt sich auch durch eine Aussage von Stefan Brink von der Landesdatenschutzbehörde Baden-Württemberg, der irgendwann im April sagte, na, nee, also Zoom würden wir Ihnen vorschlagen, machen Sie bitte im Moment nicht für Schulen. Und der hat jetzt vor kurzem auch gesagt, also alle Änderungen, die Zoom ausgeführt hat, sind hervorragend. Zoom kann wieder frei für alle Universitäten und Schulen verwendet werden. Es gibt keine Bedenken im Datenschutzbereich oder in der Sicherheit mehr für Zoom aus seiner Sicht. Nun, das geht einher natürlich mit bestimmten Zertifizierungen, die wir haben. Das heißt, wir sind SOC zertifiziert. Das ist so ein bisschen das Äquivalent mit der ISO-Zertifikation, die vielleicht etwas mehr prävalent in Europa ist.
wenn man Zock und eine Datensicherheitsplattform einbaut, dann hat man eigentlich auch ISO und die Datensicherung haben wir auch. Das heißt, wir gucken uns auch im Moment nochmal an, ob wir ISO auch noch machen sollten. Wir sind voll GDPR-compliant. Was bedeutet das für Sie als Kunden, dass Sie uns sagen können, wie lange wir Ihre Daten halten dürfen, die bezüglich der Meetings gehalten werden? Also Ihren Name, E-Mail-Adresse, vielleicht das Passwort. Nun, Sie können angeben, dass das die Standardlänge ist von 12 Monaten. Sie dürfen das kürzer machen, Sie dürfen das länger machen. Sie dürfen zu jedem Zeitpunkt sagen, ich möchte ganz gerne, dass alle Daten von meinen Mitarbeitern jetzt mal gelöscht werden oder nur von mir. Also alle Spezifikationen, die über GDPR eine Aussage machen, arbeitet Zoom konform zu diesen Standards. Wir haben auch dafür gesorgt, dass Sicherheit ins User Interface mitgenommen wird. Das bedeutet, dass es also nicht so in zwei, drei Menüs irgendwo verborgen ist, sondern dass man sofort auf dem Bildschirm sehen kann, Mensch, ich hatte vergessen, den Warteraum an- oder auszumachen. Ich hatte vergessen, dass jetzt alle drin sind. Ich mache mal den Meetingraum zu, dass keiner mehr dazukommen kann und so weiter und so weiter. Und Sie werden sehen, dass sich die End-zu-End-Verschlüsselung hier auch noch hinzugesellen wird, wenn wir die in der zweiten Stufe dann ausrollen. Wenn ich mir die Top-Anbieter am Markt anschaue, und ich denke mal, wir haben alle Erfahrungen mit verschiedensten Anbietern hier auf diesem Bild, und doch würde ich sagen, die Top 3 sind tatsächlich die von links aus Zoom, Cisco und Microsoft sind. Sie können ein absolut gutes Gefühl haben, wenn Sie sich für Zoom entscheiden, für Sicherheit. Ich wiederhole das einfach nochmal. Sie können ein absolut gutes Gefühl haben bei der Sicherheit, wenn Sie mit Zoom-Meetings arbeiten. Alle Teile, die Sie auf der linken Seite sehen, sind Key-Ingredienten, um eine sichere Plattform anbieten zu können. Join über Domain, die 256-Verschlüsselung statt 128 bei Webex. Webex entschlüsselt im Datenzentrum, aber das ist eigentlich auch unbedenklich, weil da ein Käfig drüber ist, also keine Gedanken. Aber die höchste Verschlüsselungsstufe liegt dann wirklich bei Zoom in der Hinsicht, genauso wie bei Teams. Also da sehen Sie aus der Sicherheit keinen Unterschied in Verschlüsselungsraten. Und wir fügen des Weiteren so Sachen wie hinzu, wie Screensharing-Watermarks oder Audio-Watermarks. Das heißt, wenn jemand also etwas aufzeichnen würde, ohne dass sie es merken und er teilt das, man, dann können wir doch nochmal gucken, wer das gewesen ist. Und da gibt es also Möglichkeiten, wo wir noch die Plattform sicherer gemacht haben. Dieses Hinzufügen von den virtuellen Hintergründen, die wir jetzt hier auch aufgeführt haben, auch etwas, um die Privacy zu gewährleisten, falls Sie im Büro sitzen, es laufen Leute vorbei oder steht dort ein Whiteboard. Dann sind Sie immer sicher, dass das hervorragend funktioniert. Ja, also aus allen Aspekten heraus bei Zoom denke ich mal, Sicherheit eine Standardposition. Pauline hat vorhin toll erwähnt, so ein paar der Vorteile. Ich würde einfach so auf drei, vier nochmal ganz kurz eingehen. Was ist da der große Unterschied zwischen einer traditionellen Plattform und warum ist es Zoom gelungen, in dieser Phase, gerade rund um Corona, auszubreiten, die Plattform nicht in die Knie zu kriegen, zu sorgen, dass dies immer noch in einer schnellen Performance tatsächlich auch noch funktioniert. Das heißt, wir haben ein globales Netzwerk aufgebaut. Das sind 17 Datenzentren in der Welt, also sind Sie ein globaler Kunde, könnten Sie mit Teilnehmern in den USA teilnehmen, dann sind das 10 vielleicht, dann geht ein einzelner Stream aus den USA über unser eigenes Netzwerk zum Datenzentrum in Frankfurt und das Meeting findet dann in Frankfurt statt. Bei dem alten traditionellen System ist es meistens so, dass alle Teilnehmer lose sich selber zu diesem Datenzentrum in Frankfurt begeben müssen. Also statt einem aus den USA mit 10 Teilnehmern sind es dann 10 Verbindungen. Und da können Sie sich vorstellen, dass da sehr, sehr schnell Probleme auftreten in der Performance. Auch machen wir in diesem Multimedia-Routing sehr, sehr intelligente Sachen gemeinsam mit diesem Multi-Bit-Rate-Encoding. Was heißt das? Nun, wir haben eigentlich immer in diesem Stream schon verschiedene Bandbreiten zur Verfügung. Wenn man ganz genau guckt, müsste mein Bild jetzt wahrscheinlich gestochen scharf sein, aber falls Sie so im Gallery View sind, sehen Sie vielleicht den Martin, die Palina und den Oliver ein wenig geringer in der Qualität. Und das ist genau der Wunsch. Das heißt, wir haben immer geguckt, wie können wir die Bandbreite niedrig halten, um ein optimales Bild hinzukommen. Unser Ansatz ist also nicht wie bei anderen, wie kann ich mir am meisten Bandbreite nehmen, sodass ich so schnellstmöglich auf HD-Qualität komme. Denn hier in diesem Gallery View macht es jetzt keinen Sinn, wenn Sie mich nicht in HD-Qualität anschauen, nämlich in Einzelbild, dann hat es keinen Sinn, Ihnen 27p Auflösung zu schicken. Also diese Intelligenz, die wir eingebaut haben, führt dazu, dass Sie auch mit 40, 50 Teilnehmern im Bild gleichzeitig das Ganze anzeigen können. Sie können auch verschiedene Inhalte gleichzeitig teilen. Das ist also eine Intelligenz in der Plattform von Zoom, die zurzeit anderen doch deutlich überlegen ist. Und dieses Ausbreiten in diesem distribuierten Netzwerk,
macht es möglich, dass wir eben auch sehr, sehr vielen Zuwachs sehr gut verkraftet haben im Zoom-Bereich und sehr, sehr schnell skalieren konnten und dort mehr Kapazität freigeschaltet haben. Nun, das eine sollte das andere nicht ausschließen. Das heißt, das sind unsere Datenzentren. Was meine ich damit mit dem Ausschließen? Nur wenn Sie sagen, Herr Albrecht, aber ich brauche ja nicht China oder die Vereinigten Staaten, dann ist es Ihnen möglich, in dem Datenzentrenbereich zu sagen, okay, wenn ich wirklich nur Amsterdam und Frankfurt brauche, vielleicht Frankfurt als Primary, Amsterdam als mein Backup-Datenzentrum, schalte ich alle anderen aus. Das heißt also, Sie können das auch tatsächlich ad hoc anpassen. Angenommen, Sie machen 90 Tage von 100 Tagen nur Meetings in Deutschland, wunderbar. Dann machen Sie also nur das Frankfurter Amsterdamer Datenzentrum an, sodass Sie ein Primary und ein Backup haben. Hey, jetzt haben wir aber einen Workshop mit Teilnehmern in Australien. Okay, dann schalten Sie für eine Woche selektiv Australien, wenn Sie das möchten, wenn das mehr Ihrer Sicherheitseinstellung passt. Das Zweite, wenn Sie sagen, naja gut, ich bin eigentlich nur in Deutschland oder nur in Europa unterwegs, warum sollte ich diese anderen Datenzentren haben? Und ich möchte ganz gern, dass alles in der EU verbleibt. Dann haben wir die Alternative zu sagen, rollen Sie Zoom aus in einer EU-only-Option. Das heißt also, es werden von diesen 17 Datenzentren 15 abgeschaltet, komplett, da können Sie auch nicht mehr anschalten, kann keiner. Und Ihre Daten verbleiben dann in Frankfurt, wenn das Meeting vorbei ist. Das heißt also, in der EU, in Deutschland liegen Ihre Daten, wenn es kein Meeting gibt, in einer verschlüsselten Form. Nun, verschiedenste Möglichkeiten, also von groß global ausgebreitet, denke mal das meist Performante zu. Ich bin eine Uni in Deutschland, warum sollte ich andere Datensätze überhaupt theoretisch dazu haben? Können Sie komplett selber einschalten. Und dann gibt es noch, und damit möchte ich abschließen, auch die Alternative, und damit haben wir auch einige Kunden, die sagen, naja, Cloud, okay, ich vertraue der Cloud, aber trotzdem für bestimmte Meetings würde ich mir das Ganze eigentlich lieber in mein eigenes Netzwerk holen. Das heißt, also, es gibt bei Zoom auch die Möglichkeit, ein On-Prem-Deployment zu machen, sodass Sie eigentlich Ihr eigenes Datenzentrum in Ihr eigenes Netzwerk stellen. Das ist eine Option, die ungefähr von 0,5% der Kunden verwendet wird, weil dann eben doch so Sachen eine Frage spielen wie Skalierbarkeit, wie schnell muss ich das upgraden, was ist meine Hardware, die Sie dann selber betreuen in Ihrem eigenen Netzwerk, Sicherheit, die eigentlich im Cloud-Bereich eigentlich immer sehr, sehr viel leichter abzudecken ist, durch die ganzen Zertifizierungen und Top-Partner, die wir verwenden, wie Equinox zum Beispiel in Frankfurt. Also vielen Dank, auch nochmal vielen Dank der MVC. Mein Name ist Martin Bauer. Ich bin bei DGEN seit Januar diesen Jahres und was meine Aufgabe ist, Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa und Russland aufzubauen. DGEN ist ein junges Unternehmen aus dem Silicon Valley und ich würde gerne heute mal Ihnen live was zeigen. Dafür schalte ich jetzt mal meinen virtuellen Hintergrund aus und zeige mal meinen realen Homeoffice-Hintergrund. So. Super. Was Sie hier sehen, ist unsere DGEN-Lösung D7. Mal zur Seite. Wir sehen, das ist ein 55-Zoll-Board, welches wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben. Und wenn wir unsere Geräte ausliefern, liefern wir die immer aus mit einem Wandhalterung. Hier optional habe ich es auf dem Card aufgebaut. Was beinhaltet unsere Lösung? Ich mache dazu mal das Whiteboard auf. Zoome unsere Kamera, die Kamera etwas dran, damit Sie es besser sehen können. Unsere Lösung besteht einmal aus einer 4K-Kamera. Dann haben wir über die ganze Fläche oben verteilt 16 Mikrofone eingebaut. Ich nehme einen Stift, das geht besser. Und an der Seite hier neben gibt es einen Windows-IoT-System, wo der Zoom-Client pre-installed ist. Und das Ganze, wie man schon sieht, ich zeige es ja, ist ein kapazitiver Multitouch. Das heißt, unsere Lösung besteht vom Prinzip aus drei Bauteilen. Einmal ist es der kapazitive Multitouch, der Mini-PC und die Kamera. Warum ist das wichtig? Unsere Geräte werden ausgeliefert mit Hardware-Garantie ein Jahr. Software ist for free, auf Lifetime oder lebenslang. Und wenn Sie mal ein Problem haben sollten, ist es einfach bei uns. Sie können zum Beispiel Kamera, Mikrofon ganz einfach auswechseln. Vom Portfolio ist es so, Sie sehen jetzt hier bei mir den 55 Zoll. Ich mache mal eine Folie dazu. Wir haben einmal den 55 Zoll, wie erwähnt, als Single-Variante. Das ist das, was Sie sehen. Das heißt, ein Display haben wir aber auch als Dual-Variante. Und Single- und Dual-Unterschied heißt, wenn Sie heute Videokonferenz machen und nutzen ein Bildschirm, das sehen Sie auch, dann haben Sie oben in der Ecke so das kleine Bild in Bild, wo die Gegenseite zu sehen ist. Bei der Dual-Variante können Sie es auf zwei Bildschirme verteilen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit dann zu sagen, ich möchte rechts auf dem Bildschirm möchte ich mein Whiteboard machen, meine PowerPoint zeigen, meinen Content zeigen. Und auf dem linken Board, was optisch genauso aussieht, möchte ich die Gegenseite sehen.
um besser auch die Mimik und Gestik zu erkennen. Als nächstes ist die Ergänzung, ist das 75-Zoll-Board. Von der Größe her 75 Zoll, ist seit 6 Wochen auf dem Markt, aktuell als Single-Variante. Wir werden aber auch später im Jahr das Ganze als Dual-Variante haben. Durch zwei Größen, Single-Dual-Variante, 55 und 75 Zoll. Was Sie jetzt machen können, ist eine Zoom-Funktion. Wenn Sie Zoom nutzen, wissen Sie es vielleicht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich was geschrieben habe auf dem Whiteboard, kann ich das auswählen, was will ich weiterschicken, kann in mein Active Directory reingehen und kann jetzt direkt diese Meeting-Notes per JPEG, PNG oder PDF an die Teilnehmer schicken. Das heißt, das ganze Meeting vorbereiten, Handout, vielleicht noch abfotografieren vom Flipchart, wie es manche machen, das fällt alles weg, weil sie alles digital schreiben und digitalisiert an die Teilnehmer schicken. Und so haben sie auch keine Meeting-Vor- und Nachbereitung. Jeder hat den gleichen Stand nach dem Meeting. Was ich jetzt machen würde, ich habe das Board, die Lösung natürlich mit eingeladen in das Meeting hier. Da werde ich kurz lokal an meinem Laptop hier das Mikrofon ausschalten und dann das Board mit in den Konferenzcall jetzt reinnehmen. Sekunde. So, warum auch immer das Mikrofon lässt nicht freischalten, machen wir es anders, kein Problem. Vom Prinzip, was ich jetzt machen wollte, ich habe das Board natürlich mit eingeladen als Ressource über Outlook, das heißt, das kann man machen. Und vom Prinzip ist so, was Sie eben gesehen haben, ich klicke auf Beginn von dem Meeting, das Board ist direkt mit in dem Call drin und ich kann das Board dann nutzen. Das funktioniert auch normal. So, was ich da machen kann, ist, ich habe verschiedene Möglichkeiten, was ich Ihnen zeigen wollte, wie ich jetzt mich mit dem Board verbinden kann, weil die Praxis ist ja so, Sie haben ein Meeting, gehen in den Meetingraum rein und wollen dann entsprechend auch Ihren Content zeigen. Und da gibt es 3 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie eine Zoom-App auf Ihrem Laptop installiert haben und dann die Zoom-App den Content, das gibt es einen Content-Share-Button drin, das haben Sie alle bei sich das vermutlich gesehen, oder Inhalt freigeben. Was dann passiert ist, dass der Laptop, der sendet ein hohes Signal über einen Lautsprecher an unser Board. Das Board hört dieses Signal und baut direkt, weil die Geräte im gleichen WLAN sind, den Content-Kanal auf. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, es kommt ein Teilnehmer rein, der hat keine Zoom-App, aber der hat Internet. Was er dann macht, er geht auf die share.zoom.us-Webseite, gibt die Meeting-ID ein und kann so auch von seinem Laptop jeglichen beliebten Inhalt zeigen. Das ist die zweite Variante. Die dritte Variante ist, Sie kommen in den Meetingraum rein und haben ein Mobile Device, so wie ich. So, was Sie machen können, Sie können sich dann mit dem Board verbinden. Und was Sie dann sehen, Sie jetzt hier, Sie bekommen dann ein Passwort angezeigt, 1727, und können sich dann auch mit Ihrem Mobile Device, also es kann ein iPhone sein, ein iPad sein, können sich dann auch drahtlos verbinden und können dann auch jetzt, ich nehme ein Bild hier, das ist vielleicht das Batman-Eis von meinem Sohn gestern, Sie können auch in das, was Sie denn sharen von Ihrem Mobile-Device, auch wieder was drauf oder rein annotieren. Das geht natürlich auch dann, ja, wie Sie jetzt sehen. Und das können auch normal, wenn das Board mit dem Konferenzcall jetzt wäre, können das alle sehen und alle könnten auch mitmachen. Das heißt, jeder könnte was reinschreiben. So, somit haben wir also bei uns drei Möglichkeiten, sich mit einem sozusagen Content auf das Board zu bringen, einmal über die Zoom-App, einmal über die Webseite und einmal über ein Mobile Device per Screensharing. So, das ist jetzt die Raumlösung, die gibt es dann in, wie erwähnt, 55, 75 Zoll. Und jetzt würde ich Ihnen gerne was anderes noch zeigen. Und zwar gibt es ja viele Kunden, Sie vielleicht auch, die haben schon existierende Konferenzräume und in den Räumen haben Sie dann schon einen Bildschirm drin. Und was dann ist, wenn Sie den Bildschirm im Raum haben, dann ist die Möglichkeit, ab September mit dem D10 Go zu arbeiten. Der D10 Go hat die Möglichkeit, dass Sie dieses Gerät an den externen Bildschirm anschließen. Ich zeige Ihnen das kurz mal. So, Sie schließen den D10 Go an dem externen Bildschirm an und dann können Sie über HDMI sozusagen und dann können Sie über das Tablet, das 10 Zoll, was Sie da sehen, Mate heißt das bei uns, was dabei ist, können Sie sozusagen dann von dem Tablet aus den Zoom-Call starten. Was Sie aber auch machen können, ganz wichtig, Sie können auch auf dem Tablet drauf Whiteboarding machen. Das heißt, jeder Bildschirm, der, sagen wir mal, oder Fernsehen, können Sie damit interaktiv machen. Das heißt, jeder externe Bildschirm, der im Raum ist, wird über die D10 Go, über das Go mit dem Touchpanel, mit dem Mate interaktiv gemacht. Das ist die eine Variante für existierende Räume, wo ein Display vorhanden ist. Das wird ab September, Oktober verfügbar sein. Und das nächste, was wir im August auf den Markt bringen werden, das ist was Einmaliges in der Welt, würde ich sagen. Es gibt nichts Vergleichbares. Wir nennen das D10Me.
Und was ist MI? MI ist ein 27-Zoll-Gerät, was auf dem Arbeitsplatz steht. Sie sehen ein paar Bilder, ich scroll mal langsam durch. Das ist eine All-in-One-Lösung für Zoom. Das heißt, für den User, der zu Hause sitzt und eine Arbeitsplatzlösung braucht. Sie sehen oben auf dem Bild hier, dass drei Kameras beinhaltet sind. Das heißt, die drei Kameras decken einen Winkel von 160 Grad ab. Das ganze Gerät hat 8 Mikrofone, es hat einen Lautsprecher und ganz wichtig ist auch der Touch-Display. Also Sie können auch darauf Whiteboard annotieren. Und das ganze Gerät hat drei Anschlüsse, es hat einen Stromanschluss, es hat einen HDMI-Anschluss und es hat einen Ethernet-Anschluss, wobei auch ein WLAN-Modul beinhaltet ist. Es wird ausgeliefert auch mit einem Headset, wenn Sie halt privat sprechen wollen. Und Sie haben das Glück, ich habe am Freitag das erste Gerät Europa bekommen. Das heißt, ich werde erstmal live zeigen kurz. Ich habe es aufgebaut, ich habe es auf den Boden gestellt, damit die Überraschung kurz ist. So sieht es aus. Also die 27-Zoll-Lösung für den Arbeitsplatz, die Termin. Ich zeige es mal von der Seite nochmal und von hinten. Hinten haben Sie drei Anschlüsse drauf. Optisch sehr gut gelungen. Und das genau für den User gedacht, der heute Zoom am Arbeitsplatz benutzt und alles in einer Lösung haben möchte. Und das Interessante, oder was ein sehr guter, oder was das Gerät einmalig macht, würde ich mal sagen, das kann man ruhig mal sagen, so im Meeting auch, der Listpreis von dem Gerät netto wird bei 679 Euro liegen. Das heißt also, das ist ein Gerät, das wollte der CEO von Zoom, wollte es gerne haben. Unser CEO und der Zoom-CEO sind sehr gut befreundet, beide Chinesen. Wir haben das Gerät entwickelt und ab August wird es dann auch in Europa verfügbar sein. Und die Anwendung ist diese, dass wir den User haben, der zu Hause im Homeoffice sitzt, der trotzdem dann mit allen Möglichkeiten Zoom-Videocalls machen kann. So, zusammengefasst heißt das, wir haben All-in-One-Lösungen für Zoom-Rooms, exklusiv für Zoom-Rooms. Angefangen von den Raumlösungen 55-75 Zoll Boards über den D10 Go, wenn Sie existierende Räume haben mit Displays, die Sie weiter verwenden möchten, bis hin zum D10 Mi, die Desktop-Lösung, die dann ab August verfügbar ist. So, sorry nochmal für die, dass es nicht mit dem Board funktioniert hat wie geplant, aber ich würde den anbieten, dass jeder, der das mal live sehen möchte, dass wir nochmal einen separaten Call über die MVC aufsetzen dann, wo ich nochmal die Demo gerne machen kann, weil, wie gesagt, es war das erste Mal heute, ob Sie es glauben oder nicht, wo es nicht funktioniert hat. Unglaublich. Ich kann es bestätigen. Bis dato hat es immer funktioniert. Ja. Dankeschön. Unglaublich. Unglaublich. Aber finde ich schön, Martin, das passt ja jetzt gerade wunderbar auch in das, was ich gesagt habe mit dem hybriden Modell. Ja, also einmal für zu Hause eine Lösung und dann fürs Büro. Klasse. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Paulina, Axel und Martin. Zum Schluss möchte ich noch ein kleines Schmankerl für Sie vorstellen. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, das D10 D7, das ist das 55-Zoll-Gerät, das der Martin vorgestellt hat, kostenfrei für 21 Tage zu testen. Kommen Sie dazu bei Interesse einfach direkt auf mich zu. Wir können dann gemeinsam die Modalitäten für eine solche Teststellung abstimmen. In dem Test mit inklusive für 30 Tage erhalten Sie eine Zoom-Room-Lizenz. Nochmal vielen Dank allen Teilnehmern für Ihr Interesse am heutigen Webinar. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und einen erfolgreichen Arbeitstag.